Jungs, wir haben es geschafft, das Game of the Year, das wirklich allererste Quadruple-A-Spiel ist da. Und jedes A steht für Arsch. An die drei Frauen in meiner Community, sorry, aber das Game ist was für uns Epic Gamer Boys. Stellar Blade ist real und es ist da. Von Korea nach Buxtehude. Ich habe die Demo gespielt und ich wusste, das wird arschgut, lol. Hot Gamer Girls, Resident Evil Bosse, die Alphas heißen. Pascha, Son, Attila, N-O-I-R, Gen, Dixor in der Türkei, AK, das ist Alpha. Jungs, was ist das? Das ist Alpha. Und wir bekämpfen sie mit unserer Beta-Energie. Ganz viel Geschnetzel und ein hottes Gamer-Girl als beste Freundin. Die hatte mies Dicke. Die in den ersten 20 Minuten stirbt. Nein, Taki, du warst die beste und hotteste von uns. Never forget Taki, du bist jetzt bei Mike und Rick. Metascore von 82, GameStar 85, IGN 7 von 10, bitte was? Enemy spotted. Aber der User-Score 9.5. 3. Damit ist Stellar Blade vom User-Score her das bestbewertetste Spiel von diesem Jahr. Fanservice zahlt sich halt einfach aus. Rocksteady, macht euch mal fucking Notizen, Mann. Natürlich kann man argumentieren, dass eine klitzekleine Kontroverse um das Design vom Hauptcharakter Eve und insbesondere eventuell ein paar der etwas freizügigeren Kostüme dem Game vielleicht etwas geholfen hat, weil Reddit-Mods und Social Justice Warrior auf Twitter sich um die neue Waifu gekloppt haben. Und eigentlich mag ich es nicht, auf so einen Kindergarten einzugehen. In dem Falle ist es aber einfach zu lustig. Denn ein Dude namens Ben von IGN Frankreich, ich weiß, die Franzosen schon wieder, Skull and Bones, hat einen Artikel über Stellar Blade veröffentlicht und darin geschrieben, dass Eve eine Puppe ist, die von jemandem sexualisiert wird, der noch nie eine Frau gesehen hat. Da kann man erstmal sagen, Wahnsinn, Ben hat das Croissant weggelegt, scharf geschossen und wie immer sein Ziel getroffen. Mr. Ubisoft hat ihm die Hand geschüttelt, ihn ins Star Wars Game gepackt und hässlicher gemacht. Ein weiterer W-Take von IGN, wofür sie zu Recht bekannt sind. Zumindest hat sich das der gute Ben so vorgestellt. In Wahrheit haben die Fans einer der größten UNO-Reverse-Cards ever rausgehauen. Laut Augenzeugen so groß, dass es die gesamte Ostküste von Korea geschützt hat. Denn der Typ, der noch nie eine reale Frau gesehen hat, also der Director von Shift Up, ist mit dieser Frau seit 10 Jahren verheiratet, die im Übrigen an dem Design des Spiels mitgearbeitet hat. Congratulations. You played yourself. Und die Frau, die es ja in echt gar nicht so geben kann, ist dieses koreanische Model. Die haben einen kompletten Bodyscan von ihr gemacht für dieses Spiel, weil er für die Spieler den schönsten Körper haben möchte. Ein Bruder steht ein für seine Brüder, genauso wie ich. Falls euch ein Freund gefragt hat oder ihr an einem Schulprojekt arbeitet, hier der Insta-Tag von der netten Dame. Dankt mir einfach mit einem Hashtag Ehrenbruder in den Kommentaren und einem Abo, weil immer noch knapp die Hälfte nicht abonniert haben. Leute, weiter so. Auf jeden Fall könnte man jetzt meinen, das war's. Ben hat die weiße Flagge rausgeholt und sich entschuldigt. Es herrscht wieder Frieden in der Galaxie. Jeder kann Stellar Blade jetzt komplett unzensiert genießen. Sony hat per Day One Patch zwei Outfits zensiert. Zwei Outfits oder so haben 2 Quadratzentimeter Stoff dazu bekommen, dass man nicht mehr komplett in den Ausschnitt gucken kann. Anscheinend wurde auch ein Graffiti rausgenommen, was man als N-Wort-Referenz sehen kann. Also Wahnsinn, dass das vorher nicht gesehen wurde. Die Menge an Blut wurde anscheinend auch runtergeschraubt und die Fans, die waren wieder auf den Barrikaden. Und ich kann es auch verstehen. Ich bin auch der Meinung, dass Zensur durch so einen Day-One-Patch einfach scheiße ist, ja, in jeglicher Form. Das Game ist ab 18, klar ist es an manchen Stellen unangenehm pervers, aber die kleinen zusätzlichen Fetzen ändern daran rein gar nichts. Aber wegen dieser paar zusätzlichen Stofffetzen jetzt Sony boykottieren zu wollen, das ist genauso Wahnsinn. Leute, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, das Internet zu verlassen und wieder rauszugehen in die frische Luft.
Okay, reicht auch wieder, ja. Wir reden jetzt über Stellar Blade, denn Stellar Blade ist in meinen Augen ein interessanter Titel. Ich bin der Meinung, dass das hier ein gutes Spiel ist. Ich hatte viel Spaß damit. Ich kann es auf jeden Fall einigen Leuten empfehlen. Aber holy shit, sind hier viele Sachen scheiße. Und ich finde, das zeigt einfach, wenn du ein bis zwei Sachen wirklich gut machst, dann kannst du einfach eine gute Erfahrung schaffen. Aber holy shit, ist hier viel Quatsch drin. Und vor allem, da haben sie einfach keine eigenen Ideen gehabt. Wie Star Wars Jedi Fallen Order nimmt Stellar Blade einfach Stuff von jedem anderen Game, klatschen Arschgesicht oder ein Arsch mit Gesicht aufs Game und kassieren gute Bewertungen ab. Ihr glaubt mir nicht? Die Story, Nier Automata. Der Vibe, Nier Automata. Die Musik, Nier Automata. Das Kampfsystem, Sekiro. Das Checkpoint-System, Dark Souls. Die Gegner, Nier Automata. Die Gegner, Resident Evil. Die Gegner, Bayonetta. Die Gegner, Callisto. Das Setting, Last of Us. Die offenen Level, Sonic Frontiers. Das Plattforming, Super Mario Galaxy 2. Das an der Wand laufen, Titanfall, das Ballern, Metroid, das Klettern, Uncharted, die Rätsel, Dr. Kawashimas Gehirnjogging, Truhen öffnen, Zelda, das Rutschen, Mario 64, Eves Arsch, Overwatch, die Outfits und Kamerawinkel, Twitch und das Getränkeplacement, von mir? Guten Abend, willkommen zu den Epic Gamer News. Hotte Gamer Girls wurden auf der Call of Duty Black Ops 1 Map Cracked gesichtet, wie sie Holy Shaker sammeln. Laut Augenzeugen soll Holy die Starter Packs zu den beliebten Energies und Eistees angepasst haben. Schalten wir dazu zu unserem Außenreporter Too Late Man. Okay, der ist anscheinend noch nicht da. Bester Tü, haben Sie eine Einschätzung zu der brisanten Lage? Aber selbst versteht sich, ja, es ist wahr. Die Sorten Lions Lemonade, Cactus Camel, Gorilla Grapes sowie Red Grapes bei den Eistees wurden auf eine andere Weise aus den Starter-Sets gejietet. Eine öffentliche Empörung konnte schnell eingegrenzt werden durch die Ankündigung, dass Lemon Honey, Fruity Frog, Watermelon Whale und Apple Alligator nun drin sind. Und laut ersten Erfahrungsberichten soll dies eine Big Baba Bubu-Entscheidung sein. Die neuen Starter-Sets sind nun erhältlich durch den ersten Link in der Beschreibung mit Code KVID5 für 5 Euro Rabatt oder Code KVID für 10%. Ich kann dazu nur sagen, gönnt euch und gebe somit zurück ins Studio. Ja, danke dir, Digga. Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. Das waren die Epic Gamer News. Jungs, habt ihr mitbekommen, dass Ubisoft bei AC Shadows wieder abgezogen hat? Holy shit! Okay, fangen wir mit dem an, was ich nicht mochte. Ja, bis wir zu dem Big Baba Bubu Stuff kommen, okay? Dieses Game hat einen Vibe. Einen ganz eigenen Vibe, den sie von Nier Automata geklaut haben. Das Game hat einen Vibe. Ich mag diesen Vibe von dem Game nicht. What the fuck? Tut mir leid. Sorry. Meine persönliche Meinung. Wenn du das anders siehst, dann ist das gut. Juckt nur nicht. Das fängt schon bei der Musik an. Ihr wisst, Musik in Videospielen ultra wichtig. Vor allem die Musik, wo noch drin gesungen wird oder gerappt wird, wie bei Donkey Kong. Geile Musik können bestimmte Momente, Level oder Bosskämpfe oder Spielintros auf ein anderes Level bringen und wirklich dafür sorgen, dass das im Kopf bleibt. Red Dead Redemption, Death Stranding, Metal Gear Rising oder im letzten Video Alan Wake. Bestimmte Momente wurden von wow, awesome, durch die Musik zu 10 out of 10 Meisterwerk angehoben. Und ich mag die Musik an sich, hier auch, die hat einen Vibe. Der Unterschied ist nur, diese Games wissen, wie man die Musik richtig einsetzt. Sam Lake und Kojima haben die Musik an bestimmten Stellen eingebaut, sodass daraus ein ganz besonderer Moment wurde. Hier wird der Scheiß einfach konstant 24/7 ins Ohr geschallert. In jedem Gebiet ist irgendeine Frau, die dir die Ohren voll singt
und ich konnte irgendwann nicht mehr. Gerade bei den Nebenmissionen in der Wüste, wo man viel Zeit am selben Ort verbringt, musste dir das teilweise eine Stunde auf Repeat geben, bis du das Level wechselst, aber dann wird dir ein anderer Track in die Ohren gerendert. Man kann die Musik ausschalten, ja, aber dann schaltest du halt einfach alles aus. Das ist auch kacke, dann ist der Vibe komplett tot. Ich will doch halt einfach nur, dass das Mädel mal kurz die Schnauze hält. Der nächste Punkt, die Optik. Versteht mich nicht falsch, Stellar Blade ist auf einem technischen Level fantastisch. Vor allem war es polished am Release. Das sehen wir heutzutage einfach nur selten. Nur die fucking Art Direction ist für die meiste Zeit so unglaublich langweilig. Hier und da hast du mal interessante Orte. Die Postapokalypse hat auch ihre schönen Orte. Aber das meiste ist einfach nur braune Wüste oder graue Gebäude oder braune Wüste die zweite oder graue Tunnel. Auch hier, die Wüste hat in Kombination mit der Musik einen Vibe. Es wurde offensichtlich versucht, einen Nier-Vibe aufzubauen. Mir haben diese endlosen leeren Wüsten aber einfach nur einen Sonic Frontiers-Vibe gegeben. Auch weil dieser Charakter genauso wenig in die Welt passt wie in Sonic. Es gibt Leute, die Leere feiern und mögen. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber nee. Ich meine, schaut euch einfach diese Stadt hier an, die letzte Bastion der Menschen. Und dann ist es einfach nur so eine Call of Duty-ass-looking PS3-Map. Ein paar Graffiti hier, ein paar Neonschilder da, aber null Persönlichkeit. Erst zum Ende des Spiels kommen visuell interessante Orte, wo sie meiner Meinung nach gezeigt haben, sie können sowas. Vor allem sind das Orte, wo Eve nicht fehl am Platz aussieht. Und ich meine, es ist kein Geheimnis, dass der Stellar Blade Director ein Riesenfan von Nier ist. Aber ich finde, die Art Direction funktioniert hier am besten, wenn nicht versucht wurde, etwas anderes nachzumachen. Weil ich finde, die ganze Optik geht über langweilig hinaus. Die meiste Zeit ist es einfach nur verwirrend. Ich meine, relativ am Anfang sieht man diese griechischen Statuen, die aber null in diesen Part der Stadt passen, ja, mit irgendwelchen random Postern auf Russisch. Das offensichtlichste ist aber wohl der Kontrast von den Antagonisten, also diese krassen Dark Souls Body Horror Viecher und wir sind dann diese sexy Anime-Mädchen. Das kann ich auch noch irgendwo verstehen, ja, das hat einen gewissen Kontrast, der vor allem bei der Enthüllung des Games wirklich dafür gesorgt hat, dass einem das Game aufgefallen ist, aus mehreren Gründen. Ich muss aber sagen, ich habe mich ehrlich gesagt nie so wirklich dran gewöhnt, wer hier gerade gegeneinander fightet, ja. Aber da hört es nicht auf, ja. Warum sehen alle Menschen so aus, außer unsere Protagonisten? Und ich meine nicht von der Story her, ja. Ich weiß, das kann man irgendwie ein bisschen begründen, sondern einfach nur rein optisch. Ich finde, das sieht einfach weird und kacke aus. Aber gehen wir noch näher. Eve sieht aus wie ein koreanisches Model. Okay, ergibt Sinn. Leichter Anime-Filter drüber. Sauber. Adam, ja gut, er sieht noch ein bisschen realistischer aus als Eve, aber passt auch noch ins Bild. Aber aus welchem Final Fantasy kommt sie? Und aus welchem Anime sie? Und aus welchem Horrorfilm der Bre? Der soll uns die Haare schneiden. Was geht bei diesen Cyber-Stripper-Gerudos? Und was ist mit Cyber-Gandalf hier? Gerade wenn die alle in einem Frame stehen, dann weiß ich nicht, was hier gespielt wird. Aber gut, ja, das sind sehr persönliche Gründe. Mich hat's gestört. Die meisten Spieler achten aber gerade bei diesem Spiel nicht auf sowas. Wo mir aber eigentlich alle zustimmen müssen, ist, dass die Nebenmissionen absolut reinzacken. Schließ deine Augen und stell dir die langweiligsten und dümmsten und schlechtesten Missionen vor, die du jemals gesehen hast. Denkt auch gerade jeder an Skull & Bones? Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist auch ziemlich schlimm. Ich habe sehr viel von den Nebenkonten gemacht, ja, um zu sehen, ob da vielleicht ein paar Diamanten in der Scheiße stecken, aber nein, sie sind alle kacke, selbst die wichtigeren, ja, wo man spezielle Belohnungen für bekommt oder Cutscenes. Nehmen wir mal die Mission von dem Anime-Mädchen mit den viel zu krassen Haaren als Beispiel und hier eine Spoiler-Warnung, denke ich mal, ich meine, das ist wirklich scheißegal. Sie betreibt einen Laden, wo wir Rohstoffe einkaufen können und sie spricht mit uns über ihre Schwester. Dass ihre Schwester gerade weg ist,
aber definitiv am Leben ist und jedes Mal, wenn du mit ihr sprichst, spricht sie über ihre auf jeden Fall lebendige Schwester. Wirklich, jedes Mal und man kann es nicht skippen. Das klingt erstmal nicht schlimm, ist aber ein fucking Problem. Jeder Händler in diesem Spiel labert dich immer mit dem gleichen Scheiß voll und du kannst nicht direkt den Dialog skippen, sondern musst 1 bis 2 Sekunden warten, bis du den Satz skippen kannst und das gleiche bei dem nächsten Satz und es treibt einen auf jeden Fall irgendwie in den Wahnsinn, wenn der Bruder mir noch einmal was von ihrer Tochter erzählt, dann... Auf jeden Fall kriegst du irgendeine Mission von ihr, wo sie dann sagt, sie macht sich um ihre 100% lebendige Schwester Sorgen und wir sollen sie doch bitte finden. Also machen wir uns auf die Suche nach der nicht toten Schwester und sie ist tot. Damit hat niemand gerechnet und wir bekämpfen ein Monster und danach sagen wir ihr, dass wir ihre lebendige Schwester gefunden haben, sie nur das Wort lebendig aus dem Satz streichen soll. Aber es ist alles gut, weil wir haben das Monster getötet, das mittlerweile ihre nicht mehr so lebendige Schwester gekillt hat. Yes. I took out an Atiba called Behemoth and retrieved it from the area. Please consider her death avenged. Und das Anime-Mädchen hittet einen jetzt mit einem fetten Bock. Kaya. It's okay. Das sind die Hauptnebenmissionen, ja? Die, was emotional sein sollen. Stellt euch jetzt vor, wie eine Mission von dem schwarzen Brett aussieht, wenn das hier schon einfach nur eine Geh-dahin-und-kill-ein-Monster-Mission ist, ja? Die Highlights, muss man sagen, sind hier einfach die optionalen Bosse und dieser Roboter, der Digger heißt. I am Digger. Ansonsten sind die Missionen Gameplay- und Story-technisch erbärmlich und dienen einfach nur als Beschäftigungstherapie. Die Hauptmissionen sind da besser, jetzt aber auch nicht viel besser. Und ey, wenn du den Vibe von dem Game feierst, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Weil außerhalb der Mission gibt es natürlich noch ein bisschen was in der Welt zu machen und manches ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt einiges zu sammeln und manches ist hinter Jump'n'Run-Passagen oder so Rätseln versteckt und das ist wirklich cool. Nur hat das für mich sehr schnell seinen Reiz verloren. Wegen der Musik und der super langweiligen Welt. Das Einzige, was mich bei der Stange gehalten hat, war der Drip, den man findet. Und damit lasst uns in dieses Thema gehen, weil es so viel Spaß macht. Sind die Outfits in diesem Spiel übertrieben? Ja, definitiv. Das Shift-Up-Team hat laut eigener Aussage sehr hart an diesen Outfits gearbeitet und das wundert mich nicht. Der Begriff Drip kriegt hier eine andere Bedeutung, ja? Stören mich also diese Outfits? Per se nicht. Hot Gamer Girls sind immer appreciated. Natürlich wandert der Blick mal nach links, aber das ist bei God of War oder Ghost of Tsushima auch nicht anders. Ich glaube, was manche hier falsch verstehen, ist, dass ja, manche Outfits, vor allem in Kombination mit der grandiosen Kameraarbeit, sind schwierig und ich dachte ganz oft, das FBI steht vor meiner Tür und so war es dann auch. Aber wenn dich das stört, ja, dann nimmst du halt ein anderes Outfit. Weil Eve wird im Spiel außerhalb dessen nicht sexualisiert. Die drückt nicht ihre Brüste zusammen in die Kamera und sagt... Verliebt! Sie ist eine starke, weibliche Videospielcharakterin, die halt auch gut aussieht. Ich finde auch manche Outfits ein bisschen lächerlich, aber einfach nur, weil sie null in die Welt passen. Klar, es ist lustig, im Bikini gegen einen super krassen Boss zu kämpfen, aber es hat halt einfach meine Immersion zerstört. Deswegen habe ich eher die normaleren Outfits gewählt und davon gibt es sehr viele sicke. Das hier hat eine Area, die ein bisschen sus ist, aber ansonsten hat es den Vibe von dem Game gut getroffen. Das hier ist so ein Black Zero Suit Samus Aran Ding, was ich gefeiert habe. Das an Kill Bill angelehnte Outfit hat einfach einen Vibe und diese natürlich die besten. Und deswegen, meine Herren, ist Eve die erste Frau im Drip Squad. Herzlichen Glückwunsch, mehr als nur verdient. Insgesamt kann ich zu der ganzen Kontroverse nur sagen, dass es mich nicht juckt, ob sie jetzt zu schön oder zu hässlich ist. Könnte mir nicht egaler sein. Mir ist einfach nur wichtig, ob ein guter Charakter dahinter steckt. Ich meine, Tobias ist auch ein Arsch mit Augenbinde und da beschwert sich niemand. Shoutout an alle Cosplayerinnen. Weil sie ein interessanter Charakter ist. Bei Bayonetta kam auch die Diskussion auf, wurde aber schnell erstickt, weil sie ein interessanter Charakter ist. Also stellt sich die Frage, ist Eve ein interessanter Charakter? Nein!
Sie lacht nie, sie ist nicht traurig, sie ist selten wütend. Nur wo Taki zu einem Kebab gemacht wurde, da kamen mal Emotionen auf. Wir werden natürlich Taki nie vergessen, Hashtag never forget. Aber wir kannten sie auch nicht. Kein Plan, in welcher Beziehung die zueinander standen. Waren die zusammen, Besties, Jedi, Meister und Padawan? Keine Ahnung. Das Spiel sagt uns gar nichts, ja? Keine Flashbacks. Wir treffen auch auf keinen anderen aus unserem COD-Clan. Gar nichts. Und selbst wenn sie bei Eve so diesen Supersoldaten hat, ihre Gefühle unter Kontrolle und durch den Verlust von ihrer Freundin unterdrückt sie weiter ihre Gefühle Ting fahren wollen, ja, das hätte man dann auch besser machen können. Vielleicht unfairer Vergleich, aber Kratos, komplexer Charakter mit vielen Gefühlen, will aber nichts davon zeigen. Wir kriegen es aber trotzdem mit, weil es gut gemacht ist. In Nier ist es, meine ich, auch ein Thema und wenn meine Erinnerungen mich nicht trügen, wurde es dort auch besser gemacht. Der andere Main Character, Adam, ist genauso ein Roboter. Viele haben gesagt, dass sein englischer Voice Actor einfach wie so eine AI-Stimme klingt und alright then. Let's head to Zion. Dem würde ich zustimmen. Am Ende des Spiels kann man vielleicht noch irgendwie begründen, warum er so ist. Nichtsdestotrotz hatte er im gesamten Spiel nichts Interessantes zu sagen. Die beiden miteinander sprechen zu hören, ist, als würde man zwei AIs miteinander sprechen lassen, ja? In einem Spiel, wo es sehr viel um die Frage geht, was einen menschlich macht, steckt echt wenig Menschlichkeit drin. Nur Lilly, ja, was so die lustige, naive, leicht bekleidete, minderjährige Nerd-Charakterin ist, ja, die bringt das so ein bisschen rein. Die reagiert auf Events und bringt zumindest ein bisschen Emotionen in diesen Pool von Robotern. Stellar Blade versucht Fragen aufzustellen, was überhaupt ein Mensch ist. Ja, was heißt es, menschlich zu sein? Ist man menschlich, wenn man die DNA hat, aber nichts weiter als ein wildes Tier ist? Oder wenn man den Geist und die Moral eines Menschen hat, aber in einem synthetischen Körper steckt? Interessante Fragen, mit denen Stellar Blade überhaupt nicht umgehen kann. Die ganzen Plot-Twists sind entweder sehr offensichtlich oder einfach uninteressant. Die meiste Zeit ist es einfach nur, geh in das Gebiet, besieg den Boss, weil wir sein Item brauchen, um die Welt zu retten. Und jetzt geh in das Gebiet und mach genau das Gleiche. Für mich fiel die Story komplett flach. Am Ende wurde es zumindest ein bisschen interessanter, konnte mich aber auch nicht wirklich so catchen, weil vieles einfach so überoffensichtlich ist. Aber der Cliffhanger am Ende, der war cool. Und manche fragen sich jetzt bestimmt, warum ich am Anfang meinte, dass das hier ein gutes Spiel ist. Bisher fand ich persönlich alles kacke. Tja, meine Freunde, reden wir jetzt mal übers Schnetzeln. Es ist einfach nur fantastisch. Es ist schnell, flashy, bombastisch, ziemlich deep und macht einfach nur Bock. Das erste Mal Stellar Blade zocken, fühlt sich ein bisschen weird an. Es ist anfangs sehr langsam und fühlt sich clunky an, weil ich eher von solchen Games gewohnt war, dass man sehr viel Movement-Freiheit hat. Das ist hier nicht so, aber das ist gewollt. Denn in diesem Spiel sollst du nicht groß Distanz zwischen den Gegnern aufbauen, ja? Sondern du sollst nach vorne gehen und dich den Ekelviechern stellen. Die Entwickler haben gesagt, du hier, Gegner da, komm mit der Situation klar oder stirb. Und ich glaube, ich muss es nicht sagen, aber ich bin oft gestorben. Ich war es halt nicht gewohnt zu kontern, sowas wie Sekiro oder Lies of P habe ich nicht gespielt. Das war ungewohnt für mich. Und lasst mich euch etwas erzählen. Das Kontern, das fühlt sich so gut an. Die Animationen und die Sounds sind so saftig. Also wirklich, jeder Konter ist einfach nur ein Dopamin-Kick. Ausweichen kannst du zwar auch und musst auch bei bestimmten Angriffen, aber Kontern ist der Way. Weil du mit jedem perfekten Konter das Gleichgewicht der Gegner senkst und ist dieses leer, sind die meisten normalen Gegner sofort tot und bei Bosskämpfen macht es wirklich unbefriedigend wenig Damage. Also ganz im Ernst, keine Ahnung, dann lass mich doppelt so oft kontern, aber zieh doch bitte ein bisschen mehr Leben ab. Das tut mir ja mehr weh als dem Gegner. Du hast super viele Combos, ganz viele Skilltrees, die okay sind. Gegner haben so Attacken, wo du nach vorne oder nach hinten ausweichen musst, die entweder durch blaue oder lila Farben dargestellt werden und die verändern das Gameplay nochmal, dass es halt nicht rein kontern ist. Dazu hast du halt noch deine Beta-Fähigkeiten, die sind jetzt nicht Alpha, was ziemlich low ist. Grüße dich, Peter, aus der Alpha-Mentoring-Gruppe. Aber die sind trotzdem cool. Der lügt. Das sind die Attacken, wo die Power drin steckt. Damit rotzt du die Gegner weg und dealst den meisten Damage bei den Bossen. Weil deine normalen Angriffe, das ist wie ein Zahnstocher, ja? Und das Geniale ist, die sind nicht auf dem Cooldown oder so, ja? Sodass du einfach wie eine kleine Bitch spammen kannst, dann wegrennst, bis du dann wieder spammen kannst. Nee. Du hier
Gegner da kommen damit klar. Du hast eine Leiste, die sich auflädt, wenn du Damage machst, ausweichst oder konterst. Also um die starken Attacken machen zu können, musst du in der Action sein und das ist genius. Und manche dieser Attacken sind so strong, dass man auf einmal Devil May Cry 5 spielt. Man hat auch eine Knarre, aber abgesehen von den Shooter-Leveln, die cool waren, ist sie komplett nutzlos im Kampf. Wenn man sich rein auf das Kampfsystem konzentriert, ist Stellar Blade eine gute Erfahrung. Und wenn Stellar Blade sich auf das Gameplay konzentriert, dann ist das ein fantastisches Spiel. Die letzten, keine Ahnung, 5 Stunden oder so von Stellar Blade sind nicht nur visuell die besten, sondern sie sind im Grunde auch einfach ein reiner Boss-Rush-Modus mit teilweise wirklich harten Bossen. Mein Hass auf Anime-Mädchen ist durch dieses Game noch mal hart gestiegen. Ich glaube, die letzten 6 Bosse oder so kommen sehr schnell hintereinander und die letzten 4 Bosse trennen nicht mal irgendwie richtige Level mit Gegnern oder so, sondern einfach nur ein paar Cutscenes und da dreht Stellar Blade noch mal komplett ab. Was hier für Bosse und Kämpfe abgefeiert werden, ist nichts anderes als Big Baba Bubu Gamers Rise Up 10 out of 10 Masterpiece. Und deswegen würde ich Stellar Blade starke, wirklich starke 69 von 69 Punkten geben. Der Rest ist wirklich kacke, aber dennoch hatte ich Spaß. Und jetzt gebt mir euer Geld auf YouTube und Patreon, genauso wie Dr. Data, Yornixon, Strikerü, Bananenbrot, Rauti, Jplay, Kosuda-kun, Der Ehrenmann, Shay, Disliked Kavit, Lars Jarl, Brotross, Schröder, Loyalty is my Lifestyle, The Joker, MF3 Wiesmann, Kevin die Seegurke, Jünger des Herrn, Darkside Command, Sean Weisert, Panty, Judy Alvarez, Who Shot Ya 999, MSUHD, Uma Uma, Scolaire, Philipp, Bob Omp, Gender Police, Der Dreckige Dan, El Karotte, Crombolt, Janni Box, Albert schläft wie Einstein, Vanessa hat ja gesagt, die geile Schnitte, Luffy 403, Zurozin, Möpse Möpse, Simon 123, der Geilofisch, Grieche ohne Geld, Arrow Lost und Jan 1899. Kuss, Digga. Ach ja, nächstes Video Elden Ring. Okay, tschüss. Das ist Alpha. Jungs, was ist das? Das ist Alpha.